und schön, dass ihr wieder dabei seid in meiner Bastelstube. Wir basteln zusammen Dekogläser, Windlichter für Kerzen und für Lichterketten. Bitte nur LED-Lichterketten verwenden, alles andere wird heiß und dann kann es brennen. Und das machen wir alles, was du hier siehst, in Upcycling. Mit einer tollen Technik, in Marmoroptik, Bauernsilberoptik, Chevy Chic, Nostalgie, Silberfarben. Ganz einfach gemacht. Ich sagte auch, wo du am besten die Farben herkriegst. Mit Muster, mit Glitzer und. Ist wirklich ganz, ganz simpel, auch wenn es besonders aussieht und schwierig, ist es aber doch total simpel. Und noch viel, viel mehr dazu findest du am besten immer auf meiner Startseite kreativ-reich die Kekaplauderei. Ich bin Kerstin und ich liebe meinen Kanal, sozusagen mein Wohnzimmer, was ich für euch öffne, mein Zuhause. Und da gibt es nicht nur Bastelsachen, sondern auch Häkeln, Stricken, Basteln für und mit Kindern, Frühling, Sommer, Winterideen, auch der Herbst mit Pilzen und, in Beton, in Edelrost. Ich habe eine Edelrostpaste entwickelt für draußen, für drinnen, auf Kunststoff und auf Blech, absolut Upcycling. Und auch meine Dorfküche mit meinen Marmeladen und Gelee als Lebensmittelretter oder schon mit der Gänseblümchenmarmelade und Biermarmelade, Paradiesmarmelade. Lass dich einfach mal inspirieren. Also es gibt ganz, ganz viele Tipps und Tricks. Upcycling immer ganz, ganz wichtig. Auch mein Geldbeutel mit 5 Kindern ist klein und da soll es ganz besonders sein. Trotz allem und Spaß machen und einfach. Und da gibt es auch warme Sachen, Kuschelsachen, ob jetzt Anziehsachen, Mütze, Schals, Pullis, Kleider zum Stricken, zum Häkeln, aber auch die Kuscheltiere oder Kuschelkissen, dicke Decken und maritime Sachen. Viele Geschenkideen. Und das ist jetzt hier für ein ganz großes Fest, für ein großes Dinner, für eine Gala. Und das möchte ich dir jetzt wirklich liebend gerne vorstellen. So, was brauchen wir denn? Gläser jeglicher Art. Ohne Papier, das muss runter. Gespült, trocken gemacht. Gut. Da muss Papier noch runter. Auch alte dickwandige Trinkgläser gehen super. Auch Weingläser oder so. Oder die so ein Mini-Ecke oben raus haben, dass man nicht mehr trinken kann. Kann man super nehmen. Senfgläser. Was man hat, nimmt man. Einen guten Kleber. Man kann auch ein Heißkleber sein. Da nehme ich ganz gern die kleine Pistole. Die kostet zum Beispiel in Rossmann ein Apfel und ein Ei. Und geht ganz gut, weil die ein bisschen kleiner ist bei den filigranen Sachen. Oder ein Kraftkleber, egal, Schere. Wenn es geht, einen alten Teller oder eine Eisdose. Vielleicht den Deckel da davon, einer großen Dose von, was weiß ich, 1000 Milliliter aufwärts. Pinsel, Schwämme, ganz tollen Eulen-Aufwaschschwamm. Oder hier so ein Stück vom Autowaschschwamm. Glitzer, wenn du möchtest. Aber bitte niemals Glitzer irgendwie mit Wasser entsorgen oder so, sondern auf Papier, Zeitungspapier. Am besten geht Backpapier zum Basteln. Das habe ich hier auch schon mal, da klebt nichts an. Das nehme ich zigmal. Hier unten auf der Rückseite habe ich schon Edelrostsachen gemacht. Jetzt kommt es nochmal so zum Einsatz. Habe ich dann noch eine kleine Dose, da fängt man das Glitzer mit auf. Acrylfarben. Die du möchtest, spottbillig, geht aber auch mit Fassadenfarbe, deine Abtönfarbe vielleicht vom letzten Renovieren. Ich habe hier noch Strasssteine, das sind eigentlich die zum Aufbügeln. Und die kann man aber auch toll dazu benutzen. Die glitzern von jeder Seite und dann kann man die in die Farbe reindrücken oder extra ankleben. Spitzenreste, egal welche Farbe, die kann man dann tupfen. Geschenkbänder, was man hat, so kleine Sachen. Hier, die ist sogar schon ein bisschen vergilbt, macht nichts, kann man trotzdem nehmen. Das ist so die Grundlage, die wir brauchen.
Ein paar Handschuhe wären gut. Einweghandschuhe haben wir ja jetzt genug, gerade bei der Farbe. Und allerlei andere Dekosachen, ob du noch Streudeko hast, die du aufbringen möchtest, größere Strasssteine, Glassteine, Perlen, das kannst du dann alles mitverwenden. Für die Halsklebepistole gibt es auch Farben. Das kann man auch verwenden, wenn man möchte. Und das meine ich mit Streudeko, vielleicht für den Winter Schneeflocken, Hirsche, maritime Sachen, Muscheln, Seepferdchen. Das kann man dann alles noch drauf kleben, nachdem die Farbe trocken ist. Nur Strass und solche Sachen, also Glitzer, sollte man sofort machen. Wie gesagt, ich brauche ganz viele Gläser für ein riesengroßes Fest. Deswegen, wie soll ich sagen, mache ich mal Massenproduktion und klebe als erstes Spitze auf. Ich mag das nicht, wenn man sieht, das ist in Schokocreme, Glas, Honigglas oder irgendwas, dann klebe ich dann immer am Rand Spitze auf. Und bei dieser Art erst die Spitze, weil ich die mit tupfen möchte. Ich möchte sie teilweise nicht weiß lassen, sondern auch mit tupfen. Bei einem anderen mache ich dann wieder erst die Farbe und dann die Spitze drauf. Aber jetzt verklebe ich erstmal ein paar Gläser mit Spitze so. Und dann kommt die Farbe dazu. Upsi. So, am besten erst so mal ein bisschen messen, wo passt am besten hin. Bisschen übereinander kleben. Wenn es nicht gleich klebt, wenn man einen Flüssigkleber hat, dann kann man das auch mal ein bisschen fixieren mit Wäscheklammern. So, und dann wird das Stückchen für Stückchen dran geklebt. Achtung, aufpassen, heiß. Die Heißkleber gibt es auch in der Ausführung mit Kaltkleber. Das ist dann eher was für Kinder oder ansonsten Kraftkleber und das fixiert mit Wäscheklammern. Und damit die nicht festklappen, kleben, kann man dann gerne nochmal einen Streifen Backpapier drumherum geben. Das würde jetzt zum Einsatz kommen, ein Streifen Backpapier, dann die Wäscheklammern und so trocknen lassen. So. Und da mache ich jetzt ein paar Gläser und dann kommt die Farbe schon zum Einsatz. So, ich habe mir hier erstmal ein Tablett hingestellt, auch mit Backpapier drauf, weil die Gläser brauchen etwas länger zum Trocknen. Und vielleicht möchten wir sie nochmal auf die Seite räumen und das geht dann am besten mit dem Tablett und Backpapier. Dann habe ich die Schwämme ein bisschen kleiner geschnitten. Auch so ein Stückchen noch, kommt auf die Größe an von den Gläsern. Du kannst ja riesengroße Gurkengläser auch nehmen, da würde ich gleich ein größeres Stück Schwamm nehmen. Also erst immer auf die Größe oder größer. So. Und das mal ein bisschen feucht machen, ausdrücken, Glas parat stellen. Man kann ganz toll auch Muster mit Heißklebepistole drauf machen. So nach Lust und Geschmack. Und dann tupfen und dann hat man gleich noch eine Struktur drin. So, alles parat stellen, geht dann wieder schlecht, wenn man es noch nicht hat. Auch die Farbe schon mal in den Teller gemacht. Kommt drauf an, wie viel Farbe du drauf machst, wie viel Gläser du machst, ne? Ich nehme als erstes die Silber. Oh. So. Nicht immer haben sie die Innendinger, aber heute schon. Glitzer schraube ich schon mal auf. Tu es da rein. Kann man ein bisschen noch in die Farbe machen. So, noch den zweiten Handschuh. Hätte ich auch schon mal vorbereiten können. Egal. Und jetzt wird getupft. Man kann auch einen Pinsel nehmen. Ich finde es getupft schöner. Das ist jetzt das Feuchte, ne? Gut ausdrücken. Und dann wird getupft. So, dass wir so eine Optik kriegen. Und ich tupfe hierbei das Band auch gleich mit.
Wenn man die Variante andersrum machen will, tupft man erst das Glas komplett und dann klebt man halt die Spitze auf, wenn man die weiß haben möchte. Ich möchte es Ton in Ton haben. Es ist beim ersten Mal dir noch zu wenig Farbe, dann trocknen lassen und nochmal drüber hin. So, und das machen wir rundherum. Boden lasse ich natürlich aus, tut nicht nötig. So, und dann kann man, wie gesagt, Glitzer drauf machen, in das Feuchte rein. Und dann später vielleicht noch ein Stern, Stein, irgendwas in das Herz mit rein oder man lässt es ganz. So, und jetzt mache ich das komplett. Einfachsten geht es immer, wenn man die Hand innen rein tut. Und dann kann man rundherum tupfen und legt es dann oder stellt es dann aufs Backpapier. Und so kann man sich alle möglichen Muster, Varianten, Farben machen fürs ganze Jahr. So, ich habe mir jetzt aus Restfilz Herzen geschnitten. Geht ganz einfach, ein Quadrat oder ein Rechteck ausgeschnitten und dann am besten mit der Rundung angefangen, Rand stehen gelassen und ein Herz ausgeschnitten. Wie die Flügel, ne? Geknickt in der Mitte. Dann hat man es positiv und negativ und kann beide verwenden. Die klebe ich jetzt auf. Wenn du die Farbe nachher haben möchtest, dann nach dem farblichen Gestalten aufkleben. Ich möchte es Ton in Ton haben und dann klebe ich beides auf. Die Herzen. Trocknen lassen. Und auch die Form sozusagen. Innen drin kann man es freilassen, wenn man möchte, im Herz. Und dann kann man es farblich gestalten in jeder Farbe, die man möchte. So, jetzt nehme ich mal gerade nicht den Druck, sondern die Streifen. Und dann kann man es farblich gestalten. Und das geht so easy mit den Resten, die man vielleicht hat. Ich muss ganz, ganz viele machen. Fragt nicht, wie viele. 80 Stück bestimmt. Für ein riesengroßes Theater-Event und wir machen ein Krimi-Dinner und da soll der ganze Saal extrem festlich aussehen. Und da brauchen wir natürlich auch Kerzen, aber offene Kerzen ist wieder ganz schlecht. Also mache ich die Windlichter mit Teelichter und das ist sicherer als alles andere. Und dafür mache ich jetzt da viele verschiedene. Ja, und dann wird farblich gestaltet. So, zur Gestaltung. Ich habe hier einen ganz normalen Buntlack, Acryllack. Für außen und für innen ist der gedacht. Und da habe ich ein bisschen Sägemehl reingeworfen und gut durchgerührt. Im zweiten Teller ist hier einfach mit Acrylfarben. Kannst du auch Fassadenfarben nehmen. Und da ist Acrylglitzer drauf, Metallicfarben, sieht man jetzt nicht so, Weiß und Natur. Das Schwämmchen vom Aufwaschschwamm, ihr seht, der ist schwer im Gebrauch gewesen, der ist feucht und dann kann man gestalten. Hier habe ich noch keine Spitze aufgeklebt. Das mache ich nachher, die möchte ich gerne in Weiß haben. Auf der anderen habe ich schon eine Spitze aufgeklebt. Die ist halt so ein Silbergrau. Das fand ich nicht so toll, aber das wird mitgetupft. So, und dann fange ich hiermit an. Das sieht dann aus, ja. Das Herz soll ein bisschen sichtbar sein, aber wenn ein bisschen was nach innen tupft, ist das nicht schlimm. Und dann tupfe ich mir das ganze Glas. Geht auch mit dem Schwamm.
nur halt tupfen. Das ist wichtig. Und durch das Sägemehl sieht es dann gleich aus wie Struktur, wie ein Putz oder so. Wenn ein bisschen zu viel Farbe drin ist, kann man das nachher dann mit zum Beispiel Nagelfeile wieder ein bisschen rauskratzen. Das ist kein Problem. Ein bisschen Nagellackentferner dann noch und dann hat man das Weiße wieder raus, wenn einem das nicht gefällt. Und das mache ich jetzt im ganzen Glas. Hier genau das Gleiche. Und da wird die Spitze mitgetupft, dass das Ton in Ton ist. Macht sie nicht zu voll, dass man das Muster noch so ein bisschen sieht. Genau das Gleiche halt. So, und dann werden die Gläser getupft. Ne, die Spitze nur so ein bisschen, damit man das Muster noch sieht. Unten ein bisschen mehr. Und gut. So, beim nächsten, um so eine Eisoptik zu kriegen, ist Acrylfarbe in Weiß ganz toll. Du kannst aber auch jede andere Acrylfarbe nehmen, muss so ein Pot sein. Und da mache ich mir einfach einen Klecksengroßen auf den Teller. Dazu dann ein bisschen Silber Metallic, oh, wie ich weiß, sieht man nicht mehr so gut. Du kannst aber auch jede andere nehmen. Nur so ein bisschen dazu und das wirklich auf dem Teller verteilt. Das ist dieselbe Farbe, Metallic dann halt nur in Weiß. Und dann kann man noch ein bisschen Acrylglitzer dazu machen. Und dann mache ich mir Alge, die ist noch zu. Und dann mache ich mir wirklich nur so einen Klecks hin und kann dann loslegen. Das Schwämmchen ist wieder feucht. Oh, die ist aber viel schöner als die letzte. Bei der letzten hatte ich Riesenprobleme. Da war die wie Wasser und wollte überhaupt nicht trocknen. Ich habe noch nie so eine schlechte Farbe gehabt. Da war derselbe Hersteller, das gleiche gekauft. Aber es war Katastrophe. Schwämmchen ausdrücken, ist ja nur ein Stückchen vom Aufwaschschwamm. Muster habe ich schon drauf gemacht mit Heißkleber. Und dann fange ich einfach an und tupfe mir das Ganze. Nicht zu dolle, soll ja auch noch ein bisschen was durchgehen. Und die Spitze hier halt dazu. Beim Tupfen ist immer ganz gut, wenn die Spitze übersteht, dass ihr die nach vorne macht. Denn durch die Hitze kann sie dann auch heiß werden und brennen. Und wenn man das aber nach außen streicht, weg vom Rand, geht das ohne Probleme. So, wenn ich es grundiert habe, natürlich rundherum, soll jetzt nur schneller gehen, dann nimmt man noch so ein ganz klein bisschen von dem Grauen dazu. Ganz wenig und tupft wieder. Und dann nochmal von dem Silber mit dem Glitzer. Und dann kriegt man so eine Eisoptik. Nebel. Eis. Und danach kann man da noch ein bisschen Glitzer drauf streuen, wenn man möchte. Einfach ins Feuchte, braucht man keinen Kleber und dann wird das auch. So, und jetzt habe ich noch eine ganze Ecke vor mir und dann geht es weiter. Und jetzt ist es fertig. Ich sage herzlichen Dank, dass du da warst. Vielleicht teilst du es mal, das wäre wirklich richtig lieb von dir. Oder schreibst mir, wie du es gefunden hast.
Wie gesagt, noch viel mehr passende Ideen dazu, Deko dazu findest du immer am besten auf meiner Startseite kreativ-reich die Kika-Plauderei. Eine kleine Leiste, da steht Playlist, anklicken, da findet man alle Ordner, was ich so mache. Schön geordnet, damit man es auch wirklich findet. Und auch die Kanalmitgliedschaft, da gibt es Besonderheiten und da bin ich noch viel mehr und inniger für dich, für euch da. So, jetzt sage ich, schön gesund bleiben oder gesund werden. Ihr liegt mir sehr am Herzen. Alles Liebe, eure, deine Kerstin.